entgegen und freuen uns natürlich jetzt auf eure Fragen, wie gewohnt, hier in der Arena zugeschaltet. Dann bitte schön Handzeichen, wer beginnt? Elisabeth Schlammerl, jawohl, bitte. Ladies first. Hallo, Herr Flick. Hallo. Das haben jetzt die zweite Meisterschaft, das sind dazwischen noch ein paar andere Titel, aber das ist jetzt auch die zweite Meisterschaft. Welche Meisterschaft jetzt Bayern ist jetzt anders als die erste oder fühlt sich das anders an, auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch die letzte sein wird mit dem FC Bayern? Ja, wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft bringt. Also ich habe noch ich sag mal, ein Alter, wo man immer noch weitermachen kann. Nein, aber ich spreche da für mein Trainerteam, weil ich die ja auch immer gerne mit einbeziehen. Es ist einfach herausragend, was die Mannschaft geleistet hat. Wir haben eine Saison, also nach der erfolgreichsten Saison, nach dem Triple, habe ich kaum Urlaub gehabt. Die Mannschaft hat alle 3-4 Tage im Rhythmus am Anfang gespielt und wirklich sehr gut performt. Und wir alle wissen, dass die Bundesliga letztendlich der Titel ist, der am ehrlichsten ist, weil es natürlich über 34 Spieltage geht. Und wir sind einfach froh, dass es heute geklappt hat. Und ich glaube, das Spiel gegen Gladbach war eines Meisters letztendlich würdig. Wir haben eine starke Mannschaft, eine starke Gladbacher Mannschaft, wirklich gut bespielt. Wir haben mit 6-0, glaube ich, auch verdient zu hoch gewonnen. Und da nochmal ein Kompliment an die Mannschaft und letztendlich an den Staff drumherum, weil es nicht nur die Spieler, die sehr viel leisten. Es ist Staff, es ist mein Trainerteam, aber auch der gesamte Verein, ja, die auch immer wieder, ich sag mal, diese Atmosphäre schafft, dass man ja erfolgreich sein kann. Und bei Bayern München ist es einfach auch der Anspruch, dass man möglichst jeden Titel holt, sehr erfolgreich ist. Und klar, dieses Jahr, diese Saison, war es leider nur die Meisterschaft, weil ich glaube schon, dass das gerade in einer wichtigen Phase auch wichtige Spieler gefehlt haben. Trotzdem hat die Mannschaft sehr gut performt. Deswegen, das ist einfach Glückwunsch an alle Spieler, Staff, Verein, ja, drumherum. Dankeschön. Dann ist Heiko Niederer für Bild München an der Reihe. Hallo Herr Flick, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Danke. Das ist ja quasi die erste Katakombenmeisterschaft gewesen. Können Sie noch mal kurz diesen Moment beschreiben, wie das war, wo Sie waren, als es dann klar war, dass Dortmund gewinnt? Und hat das an Ihrer Ausrichtung, gerade was Robert Lewandowski angeht, ein bisschen was geändert? Man hatte phasenweise ja schon ein bisschen das Gefühl, dass jeder ihn sucht oder nur ihn sucht. Ich glaube, das hat man, ja, wo ich war unten in meinem Trainerbüro. Und klar war dann kurz auch jeder Einzelne, hat sich sehr gefreut, dass wir Meister geworden sind, klar. Aber trotzdem war der Fokus auch auf das Spiel gegen Gladbach gelegen. Und man hat gesehen dann, als der Anpfiff war, dass man auch bereit war, ja, wieder 90 Minuten alles zu geben. Das ist die Mentalität der Mannschaft, da ein Riesenkompliment. Also von daher sind wir mehr als zufrieden mit dem, was die Mannschaft einfach leistet. Dann ist der Kicker an der Reihe mit Georg Holzner. Hallo Herr Flick, ich grüße Sie. Zwei Fragen. Das eine ist, wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit im FC Bayern, wenn Sie die ein bisschen Revue passieren lassen, was nehmen Sie mit, was bleibt an erster Stelle in Erinnerung in diesen anderthalb Jahren oder von diesen anderthalb Jahren? Und das zweite ist, erfolgreiche Trainer sind beim FC Bayern auch schon immer mal wieder zurückgekehrt. Und egal, wo Ihr Weg Sie jetzt hin verschlägt, können Sie sich vorstellen, vielleicht à la Jupp Heynckes irgendwann vielleicht nochmal zurück an die Sebener Straße zurückzukehren? Ich kann mir vieles vorstellen und die sind natürlich auch nicht ausgeschlossen, weil Bayern München einfach eine sehr gute Adresse ist. Ich habe ja schon immer gesagt, wissen Sie, sind ja auch schon, ich glaube, seit ich hier Cheftrainer wurde, dabei. Bayern München war schon immer mein Verein. Ich war in der Jugend absoluter Fan. Gerd Müller war mein großes Idol, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge. Und habe hier gespielt, habe hier jetzt wirklich zwei fantastische Jahre erlebt. Ich glaube, so dieses Miteinander
einfach auch zu tagtäglich auch zu erleben. Das ist einfach herausragend. Deswegen glaube ich, dass es ja einfach eine tolle Zeit war. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, ob das jetzt Spieler, Trainer oder auch Staff oder auch auf Verein, es ist einfach herausragend. Deswegen nehme ich diese zwei Jahre, ja, die waren sehr, sehr wertvoll für mich. Und deswegen auch bin ich da immer auch wirklich mit, wie soll man sagen, ja, ich freue mich immer, da zurückblicken zu können, weil es letztendlich erfolgreich war, aber auch das Miteinander auch extrem gut war. Dann ist Florian Plettenberg für Sport1 an der Reihe. Servus, Herr Flick, Glückwunsch. Können Sie mal beschreiben, wie die Stimmung in der Kabine war? Haben wir jetzt ein bisschen was mitbekommen auf dem Platz, aber es ist ja jetzt nur noch die zweite Meisterschaft, völlig ohne Zuschauer. Wie viel Stimmung kann dann Mannschaft da auch kreieren? Und können Sie vielleicht einen kleinen Ausblick mal geben, wie das nächste Woche bei Ihnen und der Mannschaft abläuft in dem Mannschaftsquarantäne-Trainingslager? Danke. Es ist ein ganz normales Trainingslager, um die zweite Frage zu beantworten. Wir werden uns vorbereiten, ganz intensiv vorbereiten auf Freiburg. Dann werden wir wieder ins Trainingslager nach dem Freiburg-Spiel gehen und dann werden wir uns vorbereiten auf Augsburg. Das ist ganz normal. Wir haben jetzt das erste Spiel von drei, haben wir abgeliefert. Wir haben gesagt, wir haben drei Spiele über 90 Minuten, wollen wir dreimal abliefern. Einmal haben wir es gemacht mit wirklich herausragendem Erfolg. Und ja, und was eine Kabine, ich habe, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge angestoßen, der kam runter in meine Trainerkabine und deswegen habe ich da nicht allzu viel mitbekommen. Ich habe zwar die Spieler gehört, ich glaube, die waren nicht ganz so erfreut, dass wir morgen früh trainieren, aber ist halt so. Vielleicht ist im Laufe des Abends, habe ich dann noch eine andere Entscheidung, aber das will man jetzt erstmal offen lassen. Von daher ist das, was ich jetzt dazu sagen kann, wie gesagt, kurz angestoßen, dann die Pressearbeit gemacht, die ich hoffentlich jetzt auch bald beendet habe, die da. Na, also von daher, so mehr gibt es dazu jetzt aktuell nicht zu sagen. Gab es ein schönes Bierchen oder ein Glas Rotwein oder Apfelschorle? Was habt ihr angestoßen? Mit was wir angestoßen haben? Ja, oder vielleicht ein kleiner Schnaps, kann ja auch sein. Wenn Sie wirklich was zu feiern haben, was stoßen Sie denn an, Herr Plettenberg? Ich trinke gerne auch als Bierchen. Bitte? Bierchen oder Shampoos? Ja, dann würde ich das Zweite nehmen. Ich glaube, jetzt können wir in den gemütlichen Teil des Abends übergehen. Danke, schönes Wochenende euch allen. Vielen Dank euch. Servus. Ciao, ciao. Danke.